Hallo alle zusammen, herzlich willkommen in meinem heutigen Vlog. Ich sitze hier gerade im Auto, unschwer zu erkennen. Und nein, es gibt kein Live-Shopping-Haul. So fangen sonst immer die Live-Shopping-Hauls an, aber das machen wir heute nicht. Sondern es kommt ein ganz normaler Vlog. Ja, es ist total kalt draußen auf einmal wieder. Ich habe hier nur einen Hoodie an und bin einfach so am Frieren. Ich war gerade kurz in der Stadt noch etwas besorgen, denn es geht auch gleich schon wieder weiter. Gleich ist gut. Morgen geht es schon wieder weiter zu einem, ich verrate es einfach, zu den Roxy Explorer Days oder zum Roxy Explorer Trip. So, also von Roxy, von der Marke. Da bin ich eingeladen. Ich freue mich schon wirklich riesig, weil, ja, also ich habe eine sehr große Verbindung zu dieser Marke, weil ich wirklich seit, ich weiß gar nicht, als ich 13 war, war ich so ein riesengroßer Roxy-Fan. Bin damals gesurft, wobei da war ich nicht 13, das ging auch noch länger, bis 18, 19 ungefähr. Da war ich dann immer Windsurfen und Roxy war einfach, ich fand's so cool. Ich habe alles davon gesammelt, das habe ich in meiner Insta-Story auch schon mal gezeigt. Habe alles davon gesammelt und habe so Prospekte, das liegt auch noch von mir alles zu Hause und fand es halt einfach richtig cool. Und jetzt bin ich zu einem Roxy-Event eingeladen, also da bin ich gespannt und freue mich riesig. Das ist in Tirol. Da nehme ich euch mit, beziehungsweise ich schaue mal, wie weit ich euch da mitnehmen kann, weil da wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich wieder so super aufregend sein. Deswegen muss ich gucken, wie weit ich da zum Vloggen komme, aber die Eindrücke werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Und ansonsten steht dann noch der Rudelherz-Lounge an, also der Lounge für die Frühlings-Sommer-Kollektion, wo unter anderem dieser Hoodie auch ein Teil von ist. Der hat einen Rückenprint, den kann ich euch später im Video nochmal zeigen. Den habe ich selber gemalt und weil ja hier im Auto ist es doof, zeige ich euch später nochmal. Da muss ich den Lounge noch vorbereiten. Und was auch noch super, super aufregend ist, Toffi wird das erste Mal alleine sein, also alleine insofern, von mir getrennt. Milka war ja in der Vergangenheit schon öfter mal alleine, als ich im Urlaub war, also früher auch, wo ich halt in Australien war und so. Da war sie auch schon, jetzt muss ich überlegen, einen Monat war sie, zweimal war sie einen Monat oder war ich einen Monat. Das heißt, waren wir einen Monat voneinander getrennt, so rum. Toffi allerdings ist wirklich seit Anfang an immer bei mir gewesen. Also wenn ich irgendwo anders war, war ich immer diejenige, die sie mitgenommen hat. Von Kevin war sie schon öfter mal ein paar Tage getrennt, aber von mir wirklich noch gar nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie Kevin und die Mädels sich die drei, es sind dann nur drei Tage, also genau genommen zwei Übernachtungen, also einen Tag bin ich komplett weg. Wie sie sich da schlagen. Ich glaube aber, das wird alles ganz entspannt. Sie sind ja lieb beide. Und ja, ich freue mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen darauf. Also abgesehen davon, dass ich natürlich total aufgeregt bin und mich riesig freue, freue ich mich auch mal so ein bisschen auf Me-Time im Sinne von keine Hunde. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint. Und ich liebe die beiden ja über alles, das wisst ihr ja. Aber es ist einfach dieses Gefühl, wenn du morgens dann nicht rausgehen musst, wo das klingt jetzt auch so gezogen, aber du hast halt einfach überhaupt keine Verantwortung. Ich glaube, das beschreibt es einfach perfekt. Ich habe einfach die Tage, in denen ich dann in Tirol bin, überhaupt keine Verantwortung, muss an nichts denken, außer an mich. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich würde sagen, ich rede jetzt auch gar nicht lange weiter. Ich gehe jetzt wieder rein. Ich habe schon wieder blaue Lippen. Ich kriege immer so schnell blaue Lippen. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Mit der Gondel hochgefahren und jetzt noch ein Stück den Berg hochgewandert. Hier sind so richtig schöne Felsen. Mal gucken, ob wir noch weitergehen und was der Plan ist. Ich bin echt gespannt. Zu, Mecke, zu!
gerade vom Frühstück und packe jetzt meine Sachen zusammen. Muss mich auch schon wieder etwas beeilen. Es hat übrigens angefangen zu schneien. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Heute Morgen schon, als ich aufgestanden bin. Und jetzt schneit es immer noch. War auch so angesagt. Ich bin schon gespannt, wie es dann bei uns zu Hause aussieht. Wir wollten ja morgen nochmal snowboarden. Dem steht absolut nichts im Wege, glaube ich. Da sieht es mal auf jeden Fall definitiv nach Neuschnee aus. Richtig gut, freue ich mich schon drauf. Und ich überlege gerade, was ich noch sagen kann, weil ja, es ist so viel passiert die letzten Tage. Der Roxy Explorer Trip neigt sich jetzt leider dem Ende. Und wir verabschieden uns gleich alle und ich bin noch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, weil es eine so schöne Zeit war. Wir haben so viel erlebt zusammen und ja, also alles in allem wirklich ein richtig, richtig gelungener Trip und mit sehr viel positiven Erinnerungen fahre ich jetzt wieder nach Hause. Ich glaube, das ist auch so ganz gut rübergekommen in den Videos, die ihr gerade gesehen habt. Und ja, insofern mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich habe ja auch schon alles zusammengepackt. Hallo Baby, oh mein Engel, hallo Milka, Schatz, hallo, hallo mein Schatz, hallo, hast du brav gefeiert? Fein, und Toffi ist auch da, hallo mein Baby, kommst du das erste Mal mit dem Papi alleine? Ist Mami wieder da? Zu Mama. Hallo, oh mein Schatz. Hallo. Oh mein Gott. Hi, Schatzliebe. Oi. Wow. Wir gehen gerade unsere Mittagsrunde. Es ist doch kälter als erwartet irgendwie, oder? Aber wobei, du hast die noch wärmere Hose an, ne? Ich nicht. Deswegen habe ich mir auch gerade die Kapuze aufgezogen. Aber die drückt immer meine Mütze so runter. Ist so ein bisschen kontraproduktiv irgendwie. Aber es hat hier heute auch geschneit. Bis gerade sogar, bis vor einer Stunde oder so vielleicht. Toffi, hier. Deswegen wird das hier mal wieder ein Schneespaziergang. Toffi, hierher. Shit, jetzt ist es auch noch windig. Ich hoffe, ihr hört mich. Vor lauter Wind. Aber ab Montag, wow, guck mal, wie das da hochgewirbelt wird. Ab Montag sollen es was, 19 Grad werden? 19 Grad, Mittwoch dann 20 Grad. Total. Ich muss mich hier gerade irgendwie mal sortieren, so ein bisschen. Ich drehe euch mal. Herr Milky! Ach so, wir gehen übrigens am Prebersee spazieren. Kann man ja auch nochmal dazu sagen. Der liegt da vor uns. Da gehen wir jetzt eine Runde spazieren. Und heute Morgen haben wir schon unsere Wintersachen aussortiert. Und den Sommersachen eingetauscht. Ja.
keine Ahnung, wie viel der Anlauf. Toffi kletterte die ganze Zeit rum und crasht immer wieder das Video. So, also, nochmal ganz kurz ein paar Worte. Toffi hat die Zeit bei Kevin sehr genossen. Sie ist seitdem ein totales Papamädchen, ne? Und wartet schon immer, wenn Kevin nach Hause kommt. Und ja, weicht ihm gefühlt nicht mehr zur Seite. Also, ja, total gut. Ne? Klebst du nicht immer so an mir, sondern auch am Papa ein bisschen? Schatz, komm mal da in die Kamera, Toffi. Komm mal da. Nee, nicht auf Halt drücken. Ja, genau. Insofern ist das gut, gut verlaufen alles und wir sind sehr happy. Es war auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit für mich, das Explorer, der Explorer-Trip. Da wollte ich gerade noch mal ein paar Worte zu sagen. Es sieht immer alles so relaxed und entspannt aus, egal wo wir sind. Aber das ist halt das, was man so bei Instagram sieht. Aber das ist ja nicht das, was heißt das wahre Leben. Aber man sieht ja nie, was so hinter der Kamera passiert. Und ich saß immer noch bis spät in der Nacht an den Rudelherd-Sachen, habe den Launch jetzt auch erfolgreich fertig bekommen und die Sachen sind gelauncht, also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich zeige euch die Hoodies. Hoodie? Toffi Hoodie? Willst du auch ein Hoodie? Wenn ihr sehen könntet, wie sie mich anguckt. Die Hoodies könnt ihr euch mal anschauen, so rum. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Es folgen auch noch T-Shirts und noch weitere Drucke, aber ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier weiterrede, gucken wir einmal kurz rüber, ja? Schnuppel? Ich drehe euch einmal, es ist so niedlich. So, nein, oh, mein Schuh bitte auch nicht. Oh mein Gott. Also, wir gehen jetzt hier mal rüber. Ich zeige euch mal gerade. Ach, Toffi, nein. So, und zwar hier liegt einmal der Hoodie. Es gibt drei verschiedene Farben. Einmal diesen Rosaton, den ich anhabe, ein Gelb, was ihr gesehen habt, und dann noch so ein Hellblau. Also Frühlingstöne. Und erstmalig ist hinten ein großer Rückenprint drauf. Vorne wie immer gestickt das Rudelherz-Logo und hinten der besagte Rückenprint. Ja, mit Bergkulisse. Alle die, die eher Typ Meer sind, lasst euch überraschen, da kommt auch noch etwas. Und die All-Around-Leine, die liegt hier auch noch, weil ich gerade am Überlegen bin, wie ich damit noch Fotos mache. Das hier ist die Version in Khaki. Die rosane kennt ihr ja schon. Die rote glaube ich noch nicht. Ich glaube fast, ich werde die schwarze für Fotos jetzt hier nehmen, weil das zu dem Druck passt. So, jetzt seht ihr sie nochmal richtig, alle die, die sie noch nicht kennen. Das ist ein Gurtband ummantelt mit einer antibakteriellen Polyesterbeschichtung, was gerade, wenn man sich dieses Wetter anguckt, wirklich, wirklich, oder oben liegt sogar Schnee auf den Bergen hier, krass, wirklich perfekt ist, weil also da perlt förmlich der Schmutz einfach so von ab. Die lässt sich mega easy abwaschen, das ist jetzt hier meine Version. Und die sieht einfach noch aus wie neu. Wenn ihr wüsstet, wo ich die schon überall mit hatte, bei Insta habt ihr es ja gesehen. Die war schon so komplett eingematscht und einmal abgewaschen. Und also das ist echt der absolute Burner. Ich werde es euch einfach mal unten verlinken. Soweit, so gut. Toffi? Ja, die hast du eingematscht schon einige Male, ne? Sollen wir mal deine Schwester suchen vielleicht? Wo ist denn Milka? Im Wohnzimmer? Wir schauen mal. Da liegt Milky. Milky ist ein bisschen müde vom Spaziergang, ne? Vom Toben im Schnee. Toffi, können wir da kurz drüber reden? Willst du dir da eine Scheibe von abschneiden? Nein. Jetzt trägst du hier dieses Teil rum. Ich glaube es nicht, den Türstopper. So, wir lassen Milka mal weiter chillen, okay? Oh, Schatz. Oh, meine Schöne. Wow, in dem Licht sehen deine Augen richtig hübsch aus. Milka. Oh mein Gott, du bist so süß, du bist so süß. Ja, du auch. Natürlich, du auch. Oh, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Nee, Schatz. Oh, Toffi. Ja, gut. So, jetzt habe ich mich hier nochmal gerade hingesetzt. Kaum sitze ich, steht Toffi schon wieder hinter mir. Und beende das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ja super viel passiert. Es soll, ach, das habe ich, glaube ich, im Video gesagt, oder? Ich bin mir gerade unschlüssig. Es soll morgen, nee, übermorgen sollen es hier 18 Grad werden und übermorgen, also am Dienstag sogar 20 Grad. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. So geht es euch wahrscheinlich auch, die ganzen, ja, Terrassenmöbel rauszuholen und mich rauszusetzen und vor allem einfach zu Hause zu sein und, ja,
ein bisschen durchzuatmen, weil die letzten Wochen wirklich super aufregend und super, okay, und super spannend waren. Aber wir sind sehr, sehr happy. Ne, Schatz? Ja. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Top. Du hast schon wieder deine Löffel eingeklemmt. Mein Gott. Ach so, es könnte Abendessenszeit sein. Deswegen. Deswegen. That's the reason why. So.